Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe in einem Heldengrab, das ich gerade bezwungen habe. Die Überlegung war, nochmal da runter zu gucken. Aber ich denke, da gibt's nur Loot. Und so lootgeil bin ich irgendwie nicht. Ich bin eher gegnergeil. Ich will einen Drachen erschlagen. Blitzbock. Ach geil, da kann ich. Ach, wie geil ist das denn? Nice. Die Fähigkeit der Böcke. Drache, wo sind Sie? Aha. Uralter Drache Lanseax. Komm mal wieder ein bisschen hier rauf. Du klingst sogar dann bockig, echt? Geil. Autsch. Das war schmerzhaft, mein Kumpel. Oh oh. Nicht anzünden. Hey! Vielleicht sind wir jetzt minimal angepisst. Hoppla. Und der letzte war einmal voll auf die 12. Perfekt. Lanseax Glaive. Oder Lanseax Glaive. Nice. Eine Dame. Ah. Ja, sorry. Reicht das schon für ein Level-Up? Könnte sein. Ah, nicht ganz. Jedes bisschen Damage mitnehmen. Was ist eigentlich in meiner Arzneimischung? Verringert den erlittenen Beschaden. Haltung brechen kurz leichter. Den erlittenen Schaden. Habe ich noch was Besseres? Explosion. Aufeinanderfolgende Angriffe stärker. Na komm, nehmen wir das. Habe ich jetzt zwei Sachen, die aufeinanderfolgende Angriffe stärker machen. Und wir sind wieder einmal bei Marlene. Ein bisschen was anderes gemacht. Schauen wir mal, wie viel mein Getränk mir bringt. Aua. Mist.
Ich müsste eigentlich die Arznei so nehmen, sobald ich sie auf 75% habe, damit ich sie schneller in der Haltung gebrochen habe, damit sie weniger Chance hat, ihr Geflügel zu machen. Damit ich nur in der zweiten Phase das Geflügel bekämpfen muss. Ah, schau mal an. Es gibt es nicht. Ach, ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Scheiß Geflügel, ey. Ich würde es gerne 100 Mal nur das Geflügel machen, von mir aus. Dann soll die Randomness mir das 10 Mal hintereinander reindrücken. Direkt am Anfang von mir aus. Dann. Also, ich muss sie ja natürlich erstmal ein bisschen runterklopfen, damit sie überhaupt damit anfängt. Ah, das war dumm. Mist. Sie dreht sich dann aber auch noch mal um. Schild hast du nicht wirklich ausprobiert. Nee, nicht wirklich. Aber hey. Nur im Geflügel. Moment, aber nur im Geflügel hieße ja dann, jetzt pass mal auf, dann müsste ich eigentlich, oh, das ist aber, dann würde ich die nehmen, so, und dann muss ich mich leichter machen. Erstmal Hauptsache leichter, und danach gehen wir ins Detail. Ja, das ist halt genau die Grenze, ne? Dann muss ich so machen. Nimm Grave-Rüstung. Und dann das Schild nur beim Geflügel benutzen. Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht ist es das. Weil das Geflügel macht sie jetzt ja nicht so häufig. Ja, und das ist natürlich auch noch was, was sein kann, dass ich einfach den Angriff besser verstehe. Hoppla. Der Schild. Ja, sorry. Ah, Mist. Da hatte ich kein gutes Timing. So, und jetzt probiere ich Geflügel zu provozieren. Das war aber okay. Also, ich meine, wenn ich mit Schild, wenn ich sie so besiegen kann, bin ich absolut fein, ehrlich gesagt. Mist.
Scheiße. Zu wenig Heiltränke für die zweite Phase. In Dark Souls 2 hatte ich viel mit Schild probiert, ja. Ich weiß, dass ich es in Dark Souls 3 sehr viel benutzt habe. In Dark Souls 1 habe ich es viel benutzt, das Schild. Den Schild. Ey, warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Einfach den Geflügelangriff mit einem Schild. Einfach nicht versuchen auszuweichen, sondern das einfach mit dem Schild zu regeln. Das ist doch viel besser. Und sie heilt sich auch kaum. Mit dem Großschild. Nee, ich war zu spät dran, das Schild hochzuhalten. Also ich hab's selbst mit dem Schild, ich hab's noch geschafft, es in die Hand zu nehmen. Aber dann war sie schon am Zuhauen und ich konnte es nicht mehr hochheben. Und dadurch war's verloren. Also, wenn sie hochgeht und ich gerade in dem Moment einen Schlag mache, habe ich trotzdem verloren. Aber zumindest, wenn ich es rechtzeitig sehe, hat sie jetzt mit ihrem Geflügelangriff keine Chance. Scheiße, genau jetzt, ne? Das war wieder, ich wollte wieder drei Schläge machen. Sie ist nach oben gestiegen. Mein Schlag hat sie nicht mehr getroffen und nix. Den kann man dann, glaube ich, auch nicht abbrechen. Ich müsste gucken, ob ich dann in dem Moment, wenn ich eine Rolle mache, ob der Schlag unterbrochen wird. Ich glaube nicht. Ne, wenn ich einen Schlag mache, kann ich nicht. Naja, vielleicht ist er kurz vorher, ist ein bisschen schneller vorbei. Weiß ich nicht.
Na, fuck. Ich hätte sie in die zweite Phase bringen können. Aber ich wollte erst heilen, weil manchmal kriege ich da ein bisschen Schaden und ich hatte so wenig Leben. Ja, also, na, Miku. Es ist natürlich nicht das, was du dir erhofft hattest, dass ich den Angriff verstehen lerne. Das passiert jetzt nicht mehr. Nee. Wenn ich keine Zeit habe, den Schild vorher in die Hand zu nehmen, ist es auch verloren. Und das dauert halt wirklich ein bisschen, bis dieser Spissig das gemacht hat und das gemacht hat. Also, das ist, ja, das dauert. Das dauert, das dauert. Der Treffer war ein bisschen unnötig. War schon wieder so ein Reichweiten-Ding, dass ich ihre Reichweite einfach unterschätzt habe. Fuck. Nee, reicht nicht mehr. Ich glaube, sie hatte wieder nur Zeit, es in die Hand zu nehmen, aber nicht es hochzuhalten. Weil ich wieder in der Animation des Schlags drin war. Ob ich wohl... Ich versuche einhändig zu kämpfen mit der Waffe. Dass ich es nicht in die Hand nehmen muss, dann müsste es reichen. Dann habe ich zwar trotzdem nach diesen Momenten eigentlich zu wenig Ausdauer. Oh Gott. Das ist der Schaden, den ich jetzt mache und ich stun sie nicht mehr. Nicht mehr so richtig. Nee. Nee, nee, das ist es auch nicht. Es macht einfach viel mehr Schaden, die Waffe zweihändig zu führen. Ah! Oh, Leute, ey. Ah, Leute, 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 Leute. Ja, wollen wir noch ein bisschen mehr aneinander vorbeihauen?
Ach, fuck, sobald ich in diesem Ding drin bin, Mann! Ich muss, glaube ich, aufhören, sie dreimal zu hauen. Ich glaube, ich muss aufhören, sie dreimal zu hauen. Ich darf sie nur noch zweimal hauen. Ich glaube, dann dürfte ich es recht konsistent in die zweite Phase schaffen. Tot, ja. Hä? Du bist so eine Kackbratze! Was kannst du eigentlich? Ich muss das kurz testen. Okay, können wir das nach der Aufnahme kurz gemeinsam... Vielleicht könnt ihr mich daran erinnern, dass ich das fixen muss. Dass wir da einmal nach der Aufnahme kurz schauen, woran es liegt. Eigentlich müsste es funktionieren. Nach der Aufnahme bitte einmal kurz erinnern, wenn es geht. Ich habe bis heute nicht gelernt, zuverlässig immer von allen Distanzen den Wasserflügeltanz auszuweichen und ich weiß, wie es geht und was ich machen muss, aber mir fehlt der Skill. Okay. Ach, fuck. Das war nix. Das war gar nix. Ich hab's ja sogar schon geschafft, sie zweimal zu parieren und beim Parieren macht sie aber trotzdem so einen Move nach hinten und dann hat man keine Reichweite auf sie und das Parieren bringt bei ihr leider gar nichts. Das finde ich so schade. Ich würde es hinkriegen, das Timing hinkriegen, sie zu parieren. Es bringt aber leider nichts. Tot? Ja. Scheiße. Mann! In Sekiro würdest du das Geflügel einfach komplett parieren. Ey, ich bin so gespannt auf Sekiro, ne? Bin so gespannt auf Sekiro. Ich denke, wir machen's... Wir gehen in Sekiro rein, wenn Dark Souls 2 durch ist. Ja. Ich denke, das ist gut. Scheiße. Fuck. Nein. Ich hatte das Schild in der Hand. Und hätte nur noch
hochhalten müssen und war dann in Panik. Ah, die Panik hat getriggert. Ah, Mist, lol. Falsche Taste gedrückt. Mann. Also wenn ich nicht genug Ausdauer habe, ist das Schild leider auch nix. Gnädige Dame, wie ist Ihr Name und wessen Klinge sind Sie? Ja, genau das. Könnten Sie bitte nochmal sagen? Ich hab's immer noch nicht so ganz verstanden. Ich will voll sein. Ah, zu wenig Ausdauer. Zu wenig Ausdauer für die Geflügelblödsinn. Zu wenig Ausdauer. Oh Gott, ich hab's überlebt. Ach, fuck, jetzt sterbe ich da dran. Ach, jetzt sterbe ich an dem Griff. Also wisst ihr was, ehrlich gesagt, das mit dem Schild ist cool, aber ich fühle es nicht mehr. Die ersten beiden Versuche oder die ersten drei Versuche, die mit dem Schild so gut funktioniert hatten, sind jetzt leider irgendwie... Nicht, es ist nicht mehr so geil. Also, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Weil sie einfach so viel Schaden rausknüppelt oder mich so oft trifft, dass meine Ausdauer einfach nicht reicht. Ja, okay. Shit. Es hätte dich genervt, wenn sie jetzt liegen würde wegen dem Schild. Ja, kann ich mir vorstellen. Das glaube ich dir auch sofort. Also, weil... Wenn's das gewesen wäre, ne, und ich da nicht selber drauf komme... Der Struggle muss sein, ja, und vor allem, wenn ich halt nicht selber irgendwie auf das Schild komme und du mir den Hinweis gibst, so probier's doch mal damit. Ist einfach so eine Sache, ne? Oh. Das war gar nichts. Also die letzten paar Schläge, wenn ich das Schild benutzt habe, ist sie komplett an mir vorbeigegangen, ne?
beim Geflügeltanz. Da bin ich etwas verwundert drüber, ehrlich gesagt. Scheiße. Mist. Also, wenn meine Zeit nicht reicht, wenn ich es weiß, wenn ich gerade einen Schlag gemacht habe, dann muss ich versuchen, irgendwie eine Panikrolle durchzudrücken, glaube ich, beim Wassergeflügel und dann das Schild hochhalten. Vielleicht reicht's dann. Sie macht mir natürlich jetzt durch die Rüstung, die ich jetzt weniger habe, macht sie mir natürlich auch mehr Schaden. Jetzt kommt 100 pro direkten Wassergeflügel. Yep. Wer hätte es gedacht? Weil sie macht das nämlich gerne, wenn ich zu viel Schaden am Anfang mache, ohne dass sie einen Treffer landet. Wassergeflügel? Nee? Nee? Ah, fuck. Panikrolle, Panikrolle, Panikrolle. Schild. Okay, überlebt. Wie auch immer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Verstehe nicht. Anvisieren, danke. Wassergeflügel? Nee. Holy shit. Nein! Ah, sie war halt so gut wie tot, ne? Eigentlich erwarte ich gerade Wassergeflügel. Scheiße, weil ich zu viel jetzt drüber nachgedacht habe, dass sie Wassergeflügel macht. Ich habe eigentlich sowas von damit gerechnet, dass eins kommt. Aber das Spiel bemerkt natürlich, dass ich jetzt ein Schild in der Hand habe. Und wenn ich ein Schild in der Hand habe, dann kriege ich ja keinen Schaden durch Wassergeflügel. Wenn ich Schild in der Hand habe, dann reichen ja die normalen Attacken aus, dann muss ja kein Wassergeflügel mehr kommen. Wie oft wir aneinander vorbeihauen! Mann! Das weiß auch, wann du heilen drückst. Ja, eben. Also das... Nee, davon bin ich mittlerweile absolut komplett überzeugt. Und es ist ja auch irgendwo ein Zeichen... Ja...
dass die KI, die Gegner-KI, cool designt ist, weil sie auf solche Dinge reagiert. Deswegen, also das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ah, sie hatte jetzt aber auch wieder ein Pattern. An der Nase kratzen, tatsächlich lässt mich das Spiel mich immer an der Nase kratzen. Oder irgendwo kratzen. Oder irgendwie irgendwas anderes, Mann. Sobald ich eine Hand vom Controller weg habe, dann ist alles fein. Ich sollte einhändig spielen. Also bei mir jedenfalls. Also ich habe, das ist bisher immer gut gegangen. Schnauze jetzt. Mist, ich muss auf sie zu ausweichen. Rausgetappt während eines Bosses? Einfach so random? Nee, dann musst du ja irgendwas auf den Controller gedrückt haben. Leute, was gibt's noch zu tun? Was haben wir noch offen? Ah, die Heldengräber sind noch offen. Zwei Stück sind noch offen, oder? Aber es ist halt alles... Gibt's noch irgendeinen Gegner, irgendeinen Endgame-Gegner, der noch offen ist? Den ich jetzt machen kann? Oh, scheiße. Bei dir spinnt was am PC, okay. Bei den beiden Richtung Baum? Nee. Also da darf ich schon hingehen. Für mich war so, da darf ich jetzt nicht hingehen. Ah, na gut, guck mal. Dann schauen wir doch mal... Welche Gnade ist das jetzt hier eigentlich? Ist das die? Ächtung der rasenden Flamme. Das sind nur noch die Unterirdischen, ne? Ja, dahin, wo der Morgoth-Fight war. Davon gehe ich aus. Wait. Ja doch, hier bin ich gut. Brücke bewacht hat. Rotblitzreiter, der die Brücke bewacht hat. Welche Brücke? Rotblitzreiter. Oh, Junge, Junge, ey. Ihr stellt mich immer vor Aufgaben mit euren Informationen auch, wo ich teilweise dann schon Probleme habe. Theo habe ich gekillt, ja. Theodor ist tot. Theo, der Drache. Theo, der dicke Drache. Theo, der kleine, dicke Drache. Das könnte ein Kinderbuch sein eigentlich, oder? jedenfalls ist Theo, der kleine, dicke Drache, hinüber.
Wer bist du? Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Und ich glaube, ich wollte dich schon von Anfang an verprügeln. Du warst ein seltsamer Typ. Von Anfang an. Du bist der alte Sack aus der Tafelrundfeste. Von der ich... Marika? Wer ist denn jetzt Marika wieder? Kannst du mal bitte die Klappe halten? Falls es dir noch nicht aufgefallen war. Was kannst du eigentlich alles? Aua! Nicht anzünden! Aha, du bist so ein... Du hast dir die ganzen Zauber angeeignet. Du rattengesichtiger Mistsack. Du bist ein Brutzler. Du bist aber sowas von ein andersartiger Brutzler. Oh, oh. Er wusste es auch, dass ich ihn verprügeln will. Oh, mein guter Freund. Er kennt jeden Zauber. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Warum brutzle ich eigentlich jetzt schon? Wir haben doch noch nicht mal angefangen. Wir haben doch noch nicht mal angefangen, Freund Nase. Oh, er macht wirklich alles. Er macht alles. Boah, ist das mies. Au, eh, Brutzler, ey. Ah, saufen kann er auch. Ja, er ist ja auch einer von meiner Sorte, ne? Schnauze. Au. You fought well. Seine Rüstung hat viele kleine Ohren? Wirklich? Nee. Ihr seid doch... Das ist doch Quatsch jetzt. Die haben den doch genervt, oder? Du hast den aggressiver in Erinnerung. Ey, der... Ich brutzel, ich fackel schon, ich brenn schon, bevor ich überhaupt bei ihm bin. Findest du das nicht aggressiv? Ich finde das verdammt aggressiv. Das Gute ist halt, dass ich einfach schon OP bin. Hilfe! Hören Sie bitte auf! Oh. Der spaziert voll oft gediegen rum. Na hallo, der zaubert die ganze Zeit. Da ist überhaupt nichts gediegen. Der war halt schon fast down, ne? Verdammt. Nee, gegen einen AOE-Brutzelmeister. AOE-Brutzelmeister. Warum? Ich hätte mal wieder gerne einen schönen Parierfight. Das wäre was. Oh, und ich bin tot. Okay, okay.
Ha. Bevor er anfängt zu sprechen. Ja, ich wollte ja hören, was er zu sagen hat. Jetzt ist es zu spät, weil jetzt legt er ja direkt los. Hallo? Oh Mann! Es war ein Albtraum, okay. Ja, wenn man da hinrennt und dem direkt. Der Allwissende, ja, der heißt tatsächlich der Allwissende, ne? Ey, Kumpel, deine Tafelrunde war eine miese Nummer von Anfang an. Und diese Fingergeschichte, warum? Was wollt ihr überhaupt von denen? Hübschi, hallo. Warte. Nein! Ich war zu gierig. Ich wollte ihn nur noch einmal treffen und er macht den dicksten Magiedummen Scheiß, den er hat. Oh, das wär's gewesen, beinahe. Knapp. Oh shit. Also wenn er das damit anfängt, hey, dann ist aber hier Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt. Das ging schnell. Ja. Ja. Oh Mann. Ah, nicht gut. Nicht gut. Komm her, du Saftsack. Hier wird jetzt nicht gezaubert. Jetzt ist's aus mit der Zauberei. Mit der. Nein! Oh. You fought well until now. Zwei Hits von dem Ding, ne? Zwei Treffer. Holy shit. Gegen den müsste ich eigentlich eine andere Arzneimischung reinknallen. Dann könnte ich überlegen, ob die Duellfähigkeit was taugt. Ich glaube allerdings nicht. Nein, 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 nein! Ein Hit maximal, ne? Oh, oh, oh!
Geh weg! Ach, fünfmal. Du Saftwerk! Hilfe! Wow, war das knapp. Nein, noch! Oh, ist das... Oh Gott. Morgen? Wie, wait, Hübschi, was? Morgen? Wir haben morgen Zeit zum Zocken, oder was? Außerhalb seiner Reichweite. Cool. Abends, wenn Kind im Bett ist. Okay. Dann einen längeren, okay. Aber das ist dann irgendwie mit dem Stream, ja. Also, ich bin gerade, ich stehe etwas auf dem Schlauch gerade. Oh, okay, er explodiert auch. Muttertags-Dark Souls. Das finde ich gut. Da müssen wir gucken. Aber hey, ja, dann kann ich auch erstmal in den Just Chatting reinstarten. Und sobald der Zwerg dann, weil die... Weil nur für ein Stündchen den Stream anschmeißen ist doof. Wenn, dann würde ich ein bisschen länger machen. Ach komm! Oh, der hatte kein Leben mehr, der Boy. Oh, ist das ärgerlich. Der hatte noch einen HP oder so. Ah, Hübschi. Komm, ein Stündchen kannst du jetzt schon reinschieben. Oh Mann, das ist schon wieder so ein Satz. Ein Stündchen Dark Souls kann man schon dazwischen schieben zwischen Elden Ring. Mensch. Wann sehe ich denn, wann dieses Explosionsding abgeht? Ah!
Kuckus. Ai. Ey, das ist die reine Flucht hier gerade. Wann hört der Scheiß auf? Der Kringel, den er da um den Bauch hat. Weil der explodiert und der killt mich. Oh nee. Dass da mich noch einer mit so einem Schlitzer trifft, so, dann das war ein Streifschuss, Mensch. Das war doch ein Streifschuss nur. Das war doch nur ein Streifschuss. Das muss doch nicht den vollen Schaden machen. Ey, bei ihm ist diese Fähigkeit schon krass mit diesem. Dieser Löwendinger. What? 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 Lol. Jawohl, einfach die Löwenkralle gespammt. So, jetzt was? Die Rüstung hat Ohren? Lol, die hat wirklich Ohren. Ist das hässlich. Okay. Das war cool. Ja, genau, der Bleedproc kam am Ende auch noch. Ich hab's gesehen, ja. Das war ja brutal. Das war richtig brutal einfach. Ich feier sowas. Einfach weggeknallt. So, wo komme ich jetzt? Jetzt will ich da hoch, ne? Wo war denn das nochmal? War da der Weg nicht auch da vorne runter? Ich dachte eigentlich... Hier wartet der Tod auf mich. Ah ne, hier rechts rein, ne? Ne, auch nicht. Hier? Ne, wo war denn das? Hä? Bin ich jetzt dumm? Bin ich doch auch von hier oben gestartet, oder nicht? Und dann nicht runtergegangen, sondern irgendwo zur Tür raus. Bin ich da nicht einfach hier zur Tür raus? War da eine Tür? Wo ist die Tür hin? Hier war eine Tür. 100 Pro war hier eine Tür. Die haben einfach die Tür zugemauert. Die Schweine. Bin ich jetzt dumm? Ich bin noch nicht mit dem Aufzug runtergefahren, um da hochzukommen. Hä? Ich bin äußerst verwirrt. Da oben sitzt einer mit Loot.
Altes Plateau gibt es eine Brücke mit einem Grace kurz vor Landale Capital. Die. Außenwall? Die hier. Nee, die. Hier irgendwo. Unter der Brücke gibt's zwei Dungeons. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich bin aber immer noch absolut jetzt gerade komplett verwirrt. Doch hier. Hä? Ich kann da noch fünfmal entlang laufen, es ändert sich trotzdem nichts. Ich gucke jetzt nochmal da runter, aber. Ist doch falsch. Ja, nee, genau. Hier unten geht es nämlich nicht weiter. Wurzel hoch war schon richtig, nur anderer Ausgang. Ah, okay. Bin ich echt da lang? Um dorthin zu kommen, weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich wäre hier links irgendwo durchgelaufen, aber in dem Fall... In dem Fall wohl nicht. In dem Fall bin ich hier hochgelaufen. Gut möglich. Nee. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Ja, doch. Ja, muss ich ja. Doch, klar, hier war ich schon. Okay, wild. Verrückt. So, ist das jetzt von der Lady aus Dark Souls, die da normalerweise liegt, der Loot, oder? Sehe ich das richtig? Heilung des Erdenbaums. Ah, okay. Tja. So, was bist du? Was bist du denn? It's been a long while, Morgoth. Hä? Wer bist du? Du hast einen Löwen auf deinem Rücken. And hard didst thou fight. Tarnished warrior. Spurned by the grace of gold. Verschmäht? Wieso verschmäht? Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. Und wer bist du? To be granted audience once more. Hallo. Upon my name as ah, Godfrey. Hä, warte. The first Elden Lord. Warum soll es dann einen neuen geben, wenn es schon einen... Ey, Godfrey, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du noch am Leben bist, Mann. Keiner hat mir gesagt, ich dachte, du wärst tot.
Warte mal. Oh, scheiße, bist du schnell. Oh, okay. Im Intro erwähnt. Weißt du, wie lang das her ist? Ob ich seine... Okay, Leute, warte. Moment. Also, einmal das. Und dann kann ich noch wesentlich fettere Rüstung eigentlich anziehen, aber... Heilig. Oh, macht der Heiligen Schaden? Vielleicht irgendwann mal. Ich habe jetzt halt mit der Rüstung auch schon mittlere Last nur, ne? Auch wenn das ziemlich wüst aussieht, aber egal. Ob ich wohl seine Waffe parieren kann? Hier lag nicht mehr viel, ne? Ah, 25k. Kannst du mal nicht mit deiner Axt auf mich werfen? Okay. Okay. Kumpel. Machen Sie Bekanntschaft. Mit meiner Duellfähigkeit. Machen Sie bitte Bekanntschaft mit meiner Duellfähigkeit. Wir werden mal gucken, wie viele Treffer ich brauche. Also, weil bis jetzt... Die erste Phase jedenfalls. Ja, brachiale Gewalt, absolut. Die gibt eine große Last. Hier bin ich immer noch auf mittlerer Last. Lol, ich sehe so wüst aus, ne? Den Easy Boss gekillt? Nee, noch nicht. Aber es braucht ein bisschen... Mehr als nur einen Boss, sonst triggert mich der eine zu sehr. Ich brauche zwei, über die ich mich aufregen kann. Deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. Ah, Gideon. Ja, der ist tot. Ah, er ist zu weit weg, ne? Ja. Ah, okay. Godfrey, erster Eldenfürst. Warum ist der hier? Ich verstehe die ganze Nummer immer noch nicht so richtig. Das ist doch alles hier. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich glaube, bei ihm bin ich richtig aufgehoben mit meinem Zahnstocher. Ich glaube, das passt.
Oh, ich sehe noch nicht mal richtig, was er macht. Ich habe teilweise, weiche ich nicht aus oder nicht im richtigen Moment, weil ich nicht genau erkenne, was er tut, weil irgendwelche anderen Sachen auf dem Bildschirm passieren. Soundtrack ist echt super. Hübschi, ich bin begeistert, dass auch du voll zuhörst, ey. Das ist ja nice. Ganz ungewohnt, dich im Chat zu lesen. Hey, schön. Freut mich. Ah, okay, der braucht lange und, oh, da kommt noch einer nach, okay. Okay. Viel zu lernen an dieser Stelle. Ich probiere ihn mal mit der Keule. Ich werde ihn aber nicht, das Problem mit der Keule hier an der Stelle ist, ich werde ihn nicht in seinen Angriffen stunnen können. Weil er zu groß ist, denke ich. Wir werden sehen. Ich glaube, da... mal gucken. Also so einen... diesen kurzen... das kurze Zurückschrecken, wenn er Schaden kriegt, wird bei ihm nicht passieren, vermute ich. Würde mich wundern. Ja. Wow. Was war das? Okay. Muss ich noch ein bisschen austarieren. Ich glaube, er ist ein Schwertgegner. Ich glaube, er ist ein Gegner fürs Schwert. Und Marlene ist eine Gegnerin für die Keule. Ja, ich krieg ihn nicht. Holy shit. Das hat hier irgendwie nicht so ganz gepasst, die Nummer, ne? Holy moly, was zum... Ey, hör mal auf mit deinem Fuß zu stampfen, ey. Was zum Teufel? Ah! Hilfe! Oh. Oh. Junge! Ha, falscher Moment!
Okay. Ah, er ist... Stimmt, das sind ja alles so Halbgötter, ne? Ach, guck mal, der Löwe kommt dazu. Sarosh. Aha. Sarosh. What the fuck? I've given thee courtesy enough. Dass ich ihm die Zeit lasse, dass er das tun kann. Dass ich dabei zuschaue, wie er das tut. Als Befleckter. Es ist auch noch kalt. Aha. Now I fight his horror loo. Warrior! Okay. Was zum Teufel? Scheiße. Japanischer Herkunft wie im Anime. Ja, ja, stimmt. Okay, das war wild. Da ist er nackig und prügelt dann auf mich ein. Ohne Waffe. Ich fand eigentlich seinen Kampfstil ganz cool mit der Axt. Ich glaube jetzt aber noch mehr, dass er ein Schwertgegner ist. Scheiße. Ha, da muss ich saufen. Wenn er da diesen langen Dinger macht, muss ich saufen oder ihn einfach ganz häufig treffen. Ich glaube, da ist mit dem Schwert, bin ich hier super easy in der zweiten Phase. Ich glaube, mit dem Schwert bin ich hier sehr, sehr easy in der zweiten Phase. Man erwartet, der Löwe kommt und das Gegenteil ist der Fall. Ja, absolut. Das ist ganz geil. Also er ist auch einer dieser Halbgötter, ne? Die am Anfang sich irgendwie... Stimmt, ich erinnere mich langsam, wenn ich drüber nachdenke. Waren die ja irgendwie alle gemeinsam Herrscher? Und... Okay.
Ja, wenn ich am Anfang nicht so viel Schaden bekommen hätte, dass ich nur noch so wenig Leben habe, so richtig wenig, währenddem er dieses Aufladeding macht, das war halt ungeschickt. Aber ja, das Schwert, ich glaube, er ist ein Schwertgegner. Ziemlich sicher. Ich fand es jetzt einfacher als mit der Keule. Er war ja schon fast in Phase 2 gerade. Muss mal schauen, wie es dann in Phase 2 ist. Und dann ist die Frage, ob er noch eine dritte Phase hat, natürlich. Es könnte gut sein, dass er dann nochmal das ganze Leben vollkriegt. Ob ich nicht vielleicht doch beide Waffen ausrüsten sollte. Oh, was geht ab? Unterstützen Sie diesen Tassilo, er ist sehr gut. Verflucht! Tilo, Dankeschön. Na bitte, geht doch. Und hi Tilo, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute, ey. Der Shit mal wieder. Genau das nämlich. Das ist nämlich easy in der zweiten Phase, den in die zweite Phase zu kriegen. Mit dem Schwert. Holy shit, was zum... What the fuck? Jawohl! Lass mich kurz, bitte. Ich müsste einmal ganz kurz... Holy Schande, ey. Er führt mich. Ja, wie gesagt, das ist ein Schwertgegner. Nice. GG, Dankeschön, Leute. Danke, 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 danke. 300.000 Seelen. Dingsens. Nice. Ich dachte, ich habe hier ein bisschen länger dran zu beißen. So, weiter darf ich nicht laufen jetzt, ne? Flippo, danke, Sepp, hi und alle, die im Hintergrund gesehen haben, was passiert ist und sich für mich freuen. Dankeschön. Danke. Ich dachte wirklich, ich bin. Und mit diesem glorreichen Sieg beenden wir eine YouTube-Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal YouTube. Ja, mal schauen. Wahrscheinlich... Marlene. Bis dann. Tschüss.